Wahlkampfabschluss heute Nachmittag mit prominenter Wahlkampfhilfe. Bundeskanzlerin Merkel unterstützt Parteifreund Stanislaw Tillich. Sächsischer Ministerpräsident wird der höchstwahrscheinlich bleiben. Nur mit wem wird die CDU regieren? Tillich hätte gerne die Qual der Wahl nach der Wahl. Ich glaube, dass es dann also in der Tat im Wettstreit auch miteinander möglich ist, das Beste für das Land auch herauszuholen. Wenn es in eine Koalition geht, ist das die optimale Version, als wenn man sich, wie man so schon sagt, zwangsweise dann aufeinander verständigen muss. Das ist, glaube ich, anstrengender, als wenn man wählen darf. Endspurt im Wahlkampf. Sachsens Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Tillich gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel. Sie ist am Nachmittag nach Dresden gekommen, um der sächsischen CDU den Rücken zu stärken. Dabei muss die Union kaum um den Wahlsieg bangen. In letzten Umfragen liegt sie bei 40%. Trotzdem heißt es werben um jede Stimme. Ich bin noch voll im Wahlkampf, anders wie die anderen, die schon aufgehört haben. Ich weiß nicht, ob sie sich aufgegeben haben oder ob sie meinen, das reicht, was sie erreicht haben. Also wir kämpfen noch. Bis zuletzt. Putin würden sie am liebsten gar nicht mehr reinlassen in die EU, die pro-ukrainischen Aktivisten, die heute in Brüssel gegen Moskau demonstrieren. Doch Putin steht nicht auf der Sanktionsliste der EU. Den Protestlern unter ihnen, die bekannte ukrainische Sängerin Ruslana, gehen die Maßnahmen zum Schutz Kiews nicht weit genug. Wir fordern öffentliche und echte Maßnahmen, einen Krieg gegen die Ukraine zu verhindern. Es geht um mehr als Sanktionen, es geht um mehr als die Abhängigkeit von russischer Energie. Es geht um ein weltweites Statement. Vereint euch gegen Putins militärische Aggressivität. Unite and block Putin aggressive actions. That's it.